Ich begrüße euch, meine Lieben, zu einem Liebesorakel. Ja, es ist fast Dezember. Es ist nicht mehr lange. Die Weihnachtszeit, ne? Es ist ja schon, aber wenn wir danach gehen, ne, da ist ja schon nach Ostern, werden ja bald die Weihnachtssachen verkauft, ne? Wenn ihr jetzt so mal übertrieben gesehen. Oh, meine Kerze ist aus. Ich muss mal eben hier eine Kerze auswechseln. In der Zeit erzähle ich euch was. Und zwar, ja, es ist ja jetzt bald die Weihnachtszeit und ich möchte gerne über die Tage, über die bis zum 24. jeden Tag ein Video machen. Zumindest, wenn auch kein langes, so halbe Stunde oder so, dann auf jeden Fall aber so ein 10 Minuten und oder was weiß ich, ne, so ein kürzeres, auf jeden Fall jeden Tag. Das habe ich mir vorgenommen als kleines Geschenk für euch, weil sonst mache ich das ja eher nicht so täglich, ne. Als kleines Geschenk für euch will ich das machen. Und ich kann nicht sagen, dass ich mir immer jeden Tag irgendwas Besonderes überlege, aber ich versuche so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, so gut es geht. Das möchte ich euch entgegenbringen. Ja, ich habe hier immer noch diesen Lichtring, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, guckt mal auf die Karten jetzt, so seht ihr das. Wartet. So, hier ist er, Moment, von meinem Ringlicht ist das und das hier. Seht ihr das? Und das Problem ist, ich kann mein Ringlicht nicht mehr richtig verstellen, weil das ist irgendwie, also ich kann es nicht mehr feststellen in anderen Positionen. Ich muss mir jetzt wohl ein neues Ringlicht zulegen, so wie es aussieht. Da komme ich wahrscheinlich nicht drum rum, sonst kippt das immer weiter nach vorne und irgendwann ist vorbei, ne? Deswegen, nicht, dass ihr euch wundert, ich kann das nicht mehr ändern. Jetzt müssen wir eine Zeit lang damit klarkommen, bis ich mir ein anderes Ringlicht wieder mal gekauft habe. Aber eins sage ich, nächstes Mal hole ich was Vernünftiges. Was richtig Vernünftiges. Vielleicht kann mir einer eins empfehlen von euch. Wirklich. Aber nicht zu übertrieben teuer, ne? Also, aber vielleicht kann mir einer von euch, der da irgendwie gute Erfahrungen gemacht hat, mit irgendwie was qualitativ, was man ein bisschen länger hält auch. Und was man auch immer, was auch länger hält, wenn man es öfter in verschiedenen Positionen feststellt. Also so nach vorne gekippt muss ich das ja immer haben, für die Tischperspektive. Und das ist bei mir jetzt überansprucht worden oder so. Und so alt ist das Ding noch gar nicht. Ja, okay. Jetzt machen wir aber hier ein Liebesorakel. Ich will mal heute ein bisschen größeres Bild machen und das dann ein bisschen zusammenfassen. Und ja, das ist ein allgemeines Reading. Also bitte, jetzt hat es gerade geklingelt, Moment. So, alles klar, da bin ich wieder. Ich musste nur eben zur Tür. Wir haben ja noch nicht richtig angefangen. Jedenfalls ist das ein allgemeines Reading. Liebe Leute, wenn ihr eine Legung bei mir buchen möchtet, schaut euch mal auf meiner Homepage um. Die Daten findet ihr alle in der Beschreibung, in der Videobeschreibung, auch meine Telefonnummer und so weiter, wo ihr mich über WhatsApp anschreiben könnt. Und ja, da schaut ihr euch am besten einfach um. Ich kann es euch auch sagen, kartenlegen-mareike.com. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Mir fällt jetzt sonst gar nichts ein. Wir fangen jetzt an. Wir quatschen aber gar nicht lang. Mir fällt nichts ein. Oh nein, meine Karte ist verknickt. Oh, ich muss mir sowieso neue Karten auch noch zulegen. So, Orakelchen, was gibt es? Wir machen uns ein größeres Bild. Was gibt es in der aktuellen Liebessituation zu zeigen, zu sagen, zu... Okay. Was machen wir jetzt? Wir machen das jetzt folgendermaßen. Das zeige ich euch jetzt. Ich habe ja gesagt, wir machen uns ein bisschen größeres Bild, ne? So, dafür lassen wir einfach mal so weiter springen, um mal das ein bisschen von oben allgemeiner und so das Ganze vielleicht betrachten zu können. Ups. Gucken wir, ob es passt schon.
Nee, noch nicht ganz. Kriegen wir noch ein paar Karten? Jo. Noch drei. Kriegen wir noch drei? Eine. Oh, ihr seht es ja gar nicht. Sehe ich gerade. Oh, ich muss hier halt meine ganze Deko nach hinten. Oh, meine schöne Deko. Nützt aber nichts, das Bild. Wichtiger ist, dass die Karten alle sichtbar sind. Es bringt nichts, wenn ihr das nicht sehen könnt, Leutkes. Ich muss. So, schauen wir mal. Dann geht auch noch eine Reihe, ne? Ja. Ja, so können wir es machen. Guck mal, so schön ordentlich. Hat die Mareike das hier gemacht? So. Prima, wir legen los. Ich decke auf. Schauen wir auf deine Liebessituation. Denk dran, allgemeines Reading, ne? Wenn du das Gefühl hast, das ist nicht stimmig zu dir, dann nimm dir das auch bitte nicht an. Schick es einfach an den, den es angeht, weiter. So, bei dir kommt sehr plötzlich vertieft sich da wieder was, ne? Durch eine Kommunikation, durch ein Gespräch. Es könnte auch sein, dass da eine Botschaft über einen anderen Wege kommt, aber eine Nachricht, aber eine Kommunikation auf irgendeinem Wege steht da an. Dann vertieft sich das Ganze wieder. Du hast aber da trotzdem noch so deine Zweifel, ne? Das Positive ist hier, wir haben hier eine Blockade, also vielleicht war da irgendwie auch so der Kontakt nicht ganz so zur Zeit, aber der Berg, der das Ganze blockiert hat, es war nur eben eine Blockade, der wird hier von den Mäusen angenagt. Das heißt, so Stück für Stück wird der Berg abgebaut, sage ich mal so. Er selber hat aber nicht, war auch nicht immer ganz ehrlich und war da auch nicht immer ganz korrekt. Der ist da so der Fuchs sozusagen, den hat er hier im Gepäck. Und der Fuchs, der hat die Eigenschaft, seine Beute, ne? Also du in dem Fall. Erstmal so ein bisschen zu beobachten, rumzuschleichen um den Hühnerstall, ne, mit den Hühnern rumzuschleichen und erstmal sehe ich so, ah, und gucken mal, wie sie sich verhalten, was machen sie, ah, um die Zeit gehen sie schlafen und um die Zeit ist dies und dann macht der Hahn das, so, so und beobachtet erstmal der Beobachter und wenn so ein Huhn fragt, na, was machst du denn hier, Fuchs, ne, so zu, sinnbildlich, Leute, das müsst ihr natürlich jetzt im übertragenen Sinne, was machst du denn jetzt hier, ne, was machst du denn hier, willst du uns wahrscheinlich auffressen? Dann sagt der Fuchs, nein, ich bin nur zufällig hier vorbeigekommen. Dieses, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. So, und das ist so die Eigenschaft, die er so mit sich. Also er war da auch nicht immer ganz hundertprozentig korrekt in vielen Dingen und wahrscheinlich oder und auch nicht zuverlässig in der Kommunikation und in dem Ganzen, in eurer ganzen Verbindung. Und da wundert das ja nicht, dass er das hier so ein bisschen im Gepäck hat. Ja, er möchte, für ihn hat sich gedanklich irgendwas verändert, ganz plötzlich. Und er möchte diese Verbindung zu dir wieder wachsen lassen. Das ist so, was Neues sozusagen entstehen lassen, das Alte abhaken sozusagen und was ganz Neues hier aus diesen beiden Störchen, Mutter Storch und Papa Storch, wird ein süßes kleines Störchlein und das ist also noch mal ganz neu, ohne irgendwelche Belastungen, erstmal ohne ganz rein, ganz neu und das ist mit diesem sauberen oder neuen Start gemeint, ne? Und da beschäftigt er sich jetzt erstmal so gedanklich mit. Auf der Gefühlsebene ist er da noch sehr hin und her gerissen, obwohl er die Liebe da liegen hat, also die Gefühle, die sind da unbestreitbar, ja, sagen wir das so. Aber das Ganze, er ist trotzdem hin und her gerissen. Das ist noch nicht ganz so klar, wie er das vielleicht in seinem Kopf schon hat. Sitzt es noch nicht, ist es noch nicht nach unten gerutscht, sozusagen. Denn da muss sich sein Vertrauen in sich selbst und so weiter noch ein bisschen hier entwickeln, transformieren, wie auch immer.
Hier liegen die Gefühle und das kleine Glück daneben. Über diesen Gefühlen liegen die Vögel. Über diese Gefühle hier liegen die Vögel. Und das bringt so ein bisschen, ja, es sind Gefühle da und starke Gefühle. Aber, wow, das ist auch zu krass. Also schon, dass man sagt, Mensch, da verliere ich irgendwie so ein bisschen die Kontrolle. Und das gibt mir auch so ein ungutes Gefühl. Und irgendwie weiß ich auch nicht, was ich so richtig davon halten soll. Und so die Situation, ne? Wo er reinschaut, das ist hier in den Schlüssel, das Haus, das Ganze, also so doppelte Festigkeit, Sicherheit, eigentlich so, jetzt sagt er sich, jetzt will ich nach vorne gucken, jetzt bin ich mir sicher, jetzt will ich das auch, ne? Ich habe mich da entschieden, obwohl ich jetzt an der Stelle sage, ich glaube, ja, er sieht das, er denkt das im Kopf und er will das auch, aber er ist da trotzdem noch sehr wackelig, also damit meine ich kleine Schritte, die er gehen möchte. Das sind, der Klee ist das kleine Glück, hier nochmal mit dem Neuanfang, also ne, hier, das bestätigt sich hier nochmal, die Störche, der kleine Neuanfang. Aber wirklich, auch wenn er jetzt im Kopf schon wieder die ganz großen Schritte da machen will, würde ich da ihn dann ausbremsen und sagen, stopp, gehen wir erstmal kleine Schritte, ne? Denn er muss auch langfristig, und jetzt legen wir auf ihn mal da ein paar Karten, und zwar dann auf die kommende Zeit, denn ich sage, er muss langfristig da am Ball bleiben und nicht, da sind aber jetzt dann doch mehr als erwartet, langfristig am Ball bleiben, und dazu gucken wir jetzt einfach, legen wir mal auf da drauf jetzt ein paar, so, genau, Partnerschaft, ja. Er ist, das ist ein sehr leidenschaftlicher Typ, aber eben hier haben wir es. Also klar, die Verbindung, die Villa, ne? Und mit voller Leidenschaft dann auch, also da das Überzeugung, aber da ist es dann die Gefahr, dass er zu sehr darüber übers Ziel hinausschießt, zu sehr das Ganze sicher, safe und so, und dann ihn sozusagen den Küdel in der Buchs hat, weil, oh, jetzt hat er wer weiß was rausgehauen, wer weiß was. Und dann gehen wir erstmal schnell einen Schritt zurück. Hat er sein Herz sprechen lassen? Und hier, ne? Also das, neben dem Herz haben wir hier die Sterne. Also wirklich von den Gefühlen und der Liebe her gar kein Thema. Aber wir haben hier auch noch diese materielle, das ist materiell Verhaftete, ne? Hier mit dem Bären. Klar, es ist auch eine gewisse Stärke, so was er dann auch so darstellen will. Er will da nicht offen sagen und zeigen, oh, weißt du was, irgendwie habe ich jetzt Schiss gekriegt, das kann er dann in dem Moment nicht. Nein, er will ja der Mann sein, er will der Starke sein, behält das für sich und geht lieber raus aus der Situation, ne? Und verkrümmelt sich aus der Situation. Langfristig geht das natürlich nicht gut, ist klar, aber ne, da haben du und ich, wir beide leider keinen Einfluss drauf, wie er da vorankommt oder wie er da entscheidet. Denn das ist ja nun mal ne, seine Entscheidung. Ne? Sein freier Wille, seine Entscheidung. Und wie er da, was er für Prioritäten setzt und so weiter. Jetzt, da aktuell im Bild, setzt da für sich die Priorität, auf dich zuzukommen. Ich sage ja, das Ganze, das kommt auch so ratzifatzi, überrollte ich das hier mit der Sense. Und dem Ganzen voraus geht dann irgendeine Art von Kommunikation, ne? Ich habe gesagt, pass auf, er soll kleine Schritte, wenn er zu sehr übers Ziel hinausschießt und wer weiß, was plant, vorhat und verspricht und möchte, dann würde ich ihn da so ein bisschen ausbremsen, denn sonst, ist das aus dem Gefühl heraus gesagt und nachher in der Realität bekommt er Angst vor seinen eigenen Aussagen und schwubbeliwupp ab in den Turm, hier in den Leuchtturm. So nach dem Motto, hier bin ich, hier drin, ne? Siehst du mein Licht aus der Ferne leuchten? Ne? Aber keiner kann an mich ran, das ist zu gefährlich. Ich kann niemanden zu mir lassen, so, ne? So nach dem Motto. Aber bleib mal in der Nähe und dann passiert ja auch nichts. Ja, so,
Leute, was ich dazu sagen möchte, zu der ganzen Situation. Du kannst es jetzt einfach eigentlich erstmal nur so annehmen, wie es kommt. Ne? Ich meine, du musst für dich selber entscheiden, will ich das nicht, wenn er jetzt auf einmal auf der Bildfläche auftaucht oder vielleicht war er auch gar nicht in der Versenkung verschwunden. Und er ist, ich weiß, apropos, ich wollte noch mal eine Karte hier. Er ist in der Versenkung verschwunden, sondern war einfach unentschlossen oder wie auch immer, ne? Was auch immer bei dir, wie sich das darstellt. Du kannst erstmal nur gucken, was er zu sagen hat, was da kommt und für dich selber entscheiden, inwieweit du damit gehst, ne? So, jetzt ziehen wir noch mal hier eine Karte aus dem Seelenreich. Na, wenn wir, du, zwei sind gefallen. Die nehmen wir beide. Eine Partnerschaft der neuen Zeit. Jetzt ist sie möglich. Oh, wie schön das Bild. Ja, so möchte ich auch mal stehen, wenn mein Mann irgendwie so auf so einem Fels da. So, der Baum der Wünsche ruft deinen Namen. Ein fast vergessener Wunsch. Erfüllt sich jetzt. Jetzt habe ich eine Gänsehaut gekriegt. Leute, hört mal in euch rein. Was für einen fast vergessenen Wunsch hat einer oder der andere von euch? Ich wette auch mir selber, das hat mich jetzt selber so, weil ich eine Gänsehaut bekommen habe. Da muss ich selber mal jetzt genauer hingucken. Ach, meine lieben Schrubbelbubbels, die Schusseline verabschiedet sich jetzt von euch. Ich habe sehr gute Prognosen heute, ja, also das war ja nun mal wirklich sehr positiv, obwohl ich ja immer ein Freund davon bin, trotzdem nicht, ne, das Leben ist halt nicht immer nur weiß oder nur rosarot, eher gesagt, ne? Das wissen wir alle. Und darum muss man das auch immer so von mehreren Aspekten sich anschauen. Ja, was mir bleibt, ist euch zu sagen, alles Gute, seid stark. Haltet durch die schwere Zeit. Wir stehen da zusammen durch, Leute. Ja, und wir, ja, was soll ich sonst so sagen? Mir fällt nichts mehr ein. Wir hören voneinander. Tschüss.